Hallo und willkommen zurück zu Jagged Alliance 3. Und wir werden dieses Mal dieses Lager hier platt machen, das Camp Chien Sauvage. Und wir waren zuletzt hier und haben ein paar Leichen gefunden, die wir jetzt begraben. Hier unten der Dr. Q ist am Rasten und hier der MD ist noch auf dem Weg zu einer Farm, wo wir auch wieder versuchen, was auszubuddeln. Und hier werden wir mal schauen, ob wir dann zum Hafen kommen. Aber dieser Kampf ist ein bisschen heftig, da werden wir jetzt reingehen. Wir haben hier Nacht und Nebel, das ist eigentlich massiv ungünstig. Ich hatte hier auch schon einen Versuch gewagt und bin gescheitert. Doctors told me when I feel like drinking, I should find a little project to do. How about this one? Das ist natürlich hier allein schon durch den Nebel ist es ein Problem. Und die Gegner sind eben auch, also wir haben hier. Wir haben hier eben auch die Diebe. Wir haben hier wieder so einen Mörser-Typen, wo wir dann immer von Punkt zu Punkt laufen müssen. Also es wäre wahrscheinlich sinnvoll, dass wir versuchen, uns den zuerst zu greifen. Dann nehmen wir mal den Flay. Oberkörper. Der hat natürlich eine recht hohe Chance, dass der versagt. Das hat aber geklappt. Wir haben hier eine Art Verbündete. Creeping up on some rustlers. Look, something over here. Hey, Petta. You're not with these animal torturers, are you? Please help me. They put me in a cage like a non-human person. They mean to send me to their horrible fighting pit. They think they can make me hurt a non-human person, but that's just impossible. I think you will find the hyenas do not feel the same way about you, Munker. Besides, it would be bad for their diet to eat me. I've already tried to offer them vegan food, but they laughed at me. I mean, not just the bad guys, but the hyenas as well. Ja, ist natürlich ja auch eine nette Anspielung hier. Die werden wir jetzt befreien. Ich weiß nicht, ob die von den Gegnern umgeschossen wird. Aber die befreien wir jetzt. Und die wird uns dann helfen. Ihr werdet sehen. So. Thanks for letting me out, but aren't you forgetting something? Those poor hyenas must be terrified in that cell. Time to take the flower by the thorns. Ja, da haben wir übrigens auch noch einen Infizierten. Wir werden jetzt hier einfach weggehen. Weil die jetzt die Hyänen rauslässt. We are under attack. This is not a drill. Oh, wieso wir jetzt alle sehen, weiß ich nicht. Da hinten links ist auf jeden Fall ein Raketentyp. Vielleicht sollten wir schauen. Sollten wir schauen, dass wir zu dem hinkommen. Ohne dass wir sichtbar werden. Weil sobald wir sichtbar werden. Ja. Da wird noch weiter gestrullert. Mal gucken, ob das irgendwann aufhört. Sobald wir sichtbar werden, wird auf uns gefeuert werden und das ist halt nicht so gut. Wir haben halt hier jetzt nur 5, weil der Raider Milizen ausbilden ist. So, dann da ist ein Krokodil aufgetaucht. Enemy exposed. Hat jemand aus seiner Tasche gezogen? Ja, ich hoffe mal, dass die Petta halt am Leben bleibt. Hier wird jetzt wahrscheinlich auch
fleißig gekämpft. Da hängt die Petter. I'm like a super cool spy right now. Wir sind noch komplett getarnt und da will ich auch nichts dran ändern. Wir werden deshalb hier weglaufen und gucken, dass die sich da verziehen. Hide and shoot, that is my game. Diskret mal. Ja, wir könnten hier noch rüber. How can I look cool if no one can see me? Dann gehst du noch dahin. So. Ist ein netter Zoo hier. Ja, das ist halt ein Team, das ist dein Haustier. Auf jeden Fall sind die jetzt da ein bisschen weg. Da wird geballert. Und da ist eine Hyäne draufgegangen. Noch eine. Naja, die Hyänen haben jetzt nicht so die guten Erfolgsaussichten. Zivilistenbewegung. Wir müssen weiter gucken, dass wir ungesehen in die Richtung kommen. The prey will not see me. Damit wir den Armbrustschützen umpusten. Armbrustschützen. Ihr wisst schon. They won't see me. Den Mörsertypen umpusten können. Oh. Like a cowboy ninja. Diskretmal. The buckets will not see me. Like a cowboy ninja. Wir können in der nächsten Runde versuchen, den umzubringen. Aber wir müssten dann aufpassen, dass wir... Naja, das wäre schon sehr, sehr kritisch. Müssen wir mal gucken. Zumal wir auch keine guten Schützen haben. Ah doch, der Flay ist ein guter Schütze. Der hat 90, glaube ich. Die anderen sind eher so... Achso, nee. Tex ist noch ein guter Schütze. Der hat aber die Schrotflinte. Aber die anderen sind... Der hat, glaube ich, hier... Ja, 88, oder? Okay, aber das Problem ist halt hier... dass wir, ne, also diese Streifschussgeschichte haben, weil da auch dieses Thermalzielfernrohr noch nicht drauf ist. Das heißt, wir müssen mehrere Leute sichtbar machen, damit das überhaupt funktioniert. Da ist das Zielfernrohr drauf, oder? Ach, die hat auch noch die Waffe. Da ist das Ding drauf. Dann machen wir das anders. So. Modifizieren. Da ist ein UV-Punkt drauf. Und da ist auch ein Thermal. Also bei Smiley ist auch ein gutes drauf. Okay. They cannot hit what they cannot see. Naja, aber wir machen jetzt erstmal nichts. Tactical reposition. Okay, der geht. Jetzt haben wir schon zwei da. Und der kommt zu uns hingelaufen. Okay, der sieht uns. The prey will not see me. Nee, der sieht uns noch nicht, aber... Ja, das ist natürlich jetzt... das wird nicht lange gut gehen.
Okay, also wir werden den... Eigentlich wollte ich den umpusten. Better to go unnoticed, yeah? Like a cowboy ninja. Rustler dead. But we don't want the others to find out. Das war schön. Und wir sind immer noch komplett getarnt. They have no idea I am here. Should I shoot, boss? Das ginge, aber der würde nicht treffen. Der ist zu schlecht dafür. Der müsste schießen und treffen. Er sieht ihn aber nicht. Ratesbewegung. Das ist aber immer noch nicht besonders gut. Gewarnt. Creeping up on some rustlers. Hide and shoot. That is my game. Wir werden mal ein bisschen mit nach vorne gehen. Let me show you how I used to sneak into pharmacies. So. Okay. Der nächste. Scheint uns aber auch nicht gesehen zu haben. Der kommt runter. Ja, okay. Aber die sind jetzt super nah und es sind drei zusammen. Die werden wir jetzt platt machen können. Wenn die uns noch nicht gesehen haben. Ja, wunderbar. Die haben uns noch nicht gesehen. Das heißt, wir kriegen logischerweise auch diesen Dings nicht. Den Mörserangriff noch nicht drauf. Wir werden jetzt hier mit drauf schießen. Ja, die waren zu weit auseinander, als wenn das richtig gut funktioniert hätte. Wir müssen dann auf jeden Fall in der nächsten Runde anfangen wegzulaufen, sag ich mal. Naja, da werfen wir am besten mal die Granaten. Oder wir nehmen mal die erstmal die anderen. Gucken, wie weit wir da kommen. Da schießt man durch die Brust durch. Okay. Stufe 3. Der könnte eine Granate werfen, das machen wir noch nicht. Hallo da! I am on the prowl. They will not know from where this shot comes. Die sind auch beide ungenau. Naja, aber das reicht nicht. Let me show you how you used to sneak into pharmacies. Dann machen wir den noch drauf. Und incredible. You must receive the attention of many women with shooting like that. Back that little project helped keep me straight. That's good, I guess. Ja, das bringt jeden zum klaren Verstand, wenn man mal ein paar Gegner mit Sprengstoffen zerfetzt. Okay, aber jetzt kann es natürlich sein, dass wir in der nächsten Runde anfangen, hier Sprengstoffe auf uns geschossen zu bekommen. War das ein deutscher Satz? Naja, ihr versteht, was ich meine. Ich versuche die jetzt hier ein bisschen schon mal von denen wegzubringen. Ich vermute... Ich vermute, dass da jetzt gleich einer... Das ging aber nicht durch den Grid durch, aber verlangsamt. Das heißt, der kann jetzt auch schon nicht mehr gut weglaufen. Das ist ein Medic. Naja, da ist noch nichts. Okay. Na, der hat hier irgendwelche Performance-Probleme in dem Level auch. Ich mach das hier mal aus. Okay, also die könnten wir mal wegbewegen. Ja? Dann... Könnte der da auch durchschießen? This kind of shot ain't my bag, man. Ja, aber wir müssen, ne?
Das war gar nicht so schlecht, ungenau. No, I do not have the shot. Ach, da ist dieses dämliche Krokodil. Hi. Hoppla. I'm like a super cool spy right now. I'm like a super cool spy right now. Das wird natürlich jetzt ein bisschen komplizierter. This is no problem. Hätte ich vielleicht sogar auf die Beine schießen sollen. Dann machen wir das jetzt. Und mit dem hätte ich auch als erstes die Arme von dem zerstört. Naja. Okay, aber ja? Damit haben wir jetzt wahrscheinlich ein Problem. Attack Formation! Go! Verfehlt. Nochmal Glück gehabt, aber sehr schön. Vielleicht ist der Mörsermann aber auch schon durch die Hyänen gekillt worden. Protecting this area. Oh oh. Die verarzten jetzt das Krokodil. Okay. It would be very beneficial for me if someone can help me. Should I shoot, boss? Ja. I should have joined the Navy. Ich fürchte, der muss schießen. Die kann nicht. Der könnte noch. Ja, machen wir. Ah, sehr gut. Das ist weg. Dann können wir mit dem Tex da gerade rüber kriechen. Und dann da drauf schroten. We will beat them down. Ja, das war aber auch noch nicht so wahnsinnig toll. Das Vieh ist immer noch schwach. Wir kriegen das auf jeden Fall nicht hin. Hat eine Gratisbewegung. Wir wechseln. Nur im Stehen verfügbar. Das Krokodil greift halt dann zurück an. Auch verfehlt. Presently in a I think I can do this. Naja, die würde dann auch aufgefressen werden. Aber ansonsten wird das jetzt repariert. Die kann jetzt eigentlich nichts machen. Müssen wir mal gucken, was jetzt passiert. Aber das war natürlich auch massiv schlecht. Jetzt ist wahrscheinlich das Krokodil repariert. Und das wird jetzt wen auffressen. Fehlt. Der greift zurück an, aber war nichts. Okay, dann müssen wir versuchen, das Krokodil zu erschießen. Schwer verletzt. Okay, Anfang. Larry.
Okay, das hat geklappt. Sure hope that wasn't some dude's pet. Aha. Dann da drauf. It is good to finish the prey off up close. Der hat jetzt. Das ist kein Free Move. Der sollte auf jeden Fall sich hinlegen. Gucken wir aber erstmal. Der könnte. Don't be ridiculous. Ich weiß nicht, ob wir den erschießen sollten. Wahrscheinlich schon. Legen wir erstmal den hin. Tex kann da hinten sowieso nichts machen. Hey man, run on! I would sneak up on a wrestler's partner. So. Okay. Unterdrückt. Wir sind wieder im Rennen. Die, Scum! Der ist sowieso ungenau. Hat aber gereicht. I don't want to do it. Da ist natürlich jetzt der Nebel für uns hilfreich. Okay. Da haben wir einen besonderen Typen. Aber besonders oder nicht. Den nehmen wir mit dem... Nein, der ist aus der Reichweite. My legend is not over yet. Ja? Wow. Treffer und Sturz runtergefallen. Cool. Er lebt immer noch. Falsche. So. Got a view to a kill here. Naja, aber nur Kopf. Ist ein bisschen dünn, ne? Now this is what I call hunting. Passt. Yes, boss. So, dann. Der hat aber schon 4 Wunden. I bet I look so cool right now. Bien joué. Bäh. Kaputt. Bleibt noch einer. Ninja. Da kommen wir aber auf jeden Fall nicht so hin. Wir könnten mit den Pistolen ballern. Ist natürlich auch ordentlich außer Reichweite. Aber das machen wir jetzt mal. Ja. Wenn der auf den Text schießen sollte, wäre das aber umso besser, weil der Grit hat. Yes, Partner. Like a shooting koi in pond. So, Wechsel. Da sparen wir uns die Munition und Haltbarkeit. Alejandro Diaz. Brave and noble. Der hat auch eine fette Panzerung. A simple shot. I'm hit. Vielleicht hätte ich doch zuerst mit der Schrotflinte draufheizen sollen, weil das ja auch irgendwas reduziert. Wobei, ich glaube, das macht da jetzt keinen Unterschied. Nein, wir müssen aber wohl sowieso mit allem ballern. Dann machen wir jetzt direkt den. So. Dann würde der nämlich nochmal was bekommen. Larry, clean and sober. Wenn der sich bewegen sollte. Hello there. This is so exciting. Die Arme sind schon kaputt. Der hält wahrscheinlich immer noch mehr als einen Schuss aus. Machen wir die Beine auch noch kaputt. Die trifft aber sowieso nicht. Machen wir Salvenfeuer und dann auf den Oberkörper. Ich glaube, da kriegt man aber auch einen sehr hohen Malus. Aber wir gucken mal. Oh, nur 7. Okay. Wir haben aber immer noch Gegner. Okay.
Alejandro Diaz. Dann werden wir mal schauen, dass wir langsam vorrücken. Wir können aber auch mal nachladen. Yes, Partner. Presently in attendance. Honestly, I don't understand the point of not hiding. Discretement. They won't even know I'm here, man. So. Das ist wahrscheinlich dann nur noch einer. Also ich nehme mal an, dass dieser Mörser-Typ dann tatsächlich im Eimer ist. They won't even know I'm here, man. I am downwind. They will not smell me coming. Discretement. Grabbing some dirt. Wir müssten jetzt sowieso aus dem rundenbasierten Modus rauskommen. Da kann man durchgucken durch die Wand. Die hilft nichts. The buckets will not see me. Quiet and cool. Quiet now, partner. Creeping up on some rustlers. Let me show you how I used to sneak into pharmacies. So, immer noch Feinde aktiv. Careful. Still some desperados around. Treuebonus. 2000 haben wir bekommen. Für die Quest von dem Larry. Better to go unnoticed, yeah? Those poor hyenas did not deserve to... Nicht verdient. Ich war gerade dabei, ihnen veganes Essen schmackhaft zu machen. Menschen wie ihr haben kein Recht zu leben. Ich kann euch nicht ausstehen, ihr ehrvernannten Karnisten. Aha. Na gut. Die? I was just about to teach them to eat vegan food. People like you have no right to live. I just can't stand you. You darned Karnists. Petter wurde gerettet. Okay. Très bien. Waren das alle? War das der letzte? Der war noch so ganz, ganz normal hier am Patrouillieren. See, ne, da ist noch jemand. The bugheads come out. You got it. Sure, boss. They won't see me. This is always the best way to do things. Da ist wieder so ein Licht irgendwo. Okay, dann machen wir das jetzt so. Ganz schnell. Na, das war jetzt nicht so viel. Sound the alarm! Hide and shoot, hide and shoot. That is my game. Na, habe ich vergessen umzustellen. Hide and shoot. That is my game. Oh, das war aber der letzte. Okay, dann wurde der. Livewire here. C'est parti. Der andere Typ wohl tatsächlich aufgefressen. Come with me, everyone. Na, das war dann schon ordentlich Glück auch. Infos zur Hyänenhöhle gefunden. Gear, I mean. Okay. Alright, alright. Infos über Grabungsstätte gefunden. Okay. No problem, E14. Man. Let's go, yeah? I guess we're going. Kräuter. Cool. Of course. So bossy.
Ja, da sind noch Hyänen und natürlich ein Zombie. Den Zombie können wir mal retten. Presently in attendance. Livewire here. Oh, what an adorable little look. Let me pick it. I insist. Hallo. Ah. Heldenhaft. Great shootout begins, partner. Hi. Alejandro is here. Should I shoot, boss? Ja, bitte. This is no problem. Da verballern wir jetzt mal nicht mehr. I truly think I cannot be fully blamed for that. Oh, this will be so easy. I'm already bored with it. Okay. Huh? Geschafft. Fine. So. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja. Schrott. Und die brauchen wir auch nicht. Verwerten. Okay. Oui. Oui. Zweimal Minimi. Ja, pf, ne? HK21 ist halt 4. Achso, die sind schon dieselben. Da geht deutlich mehr drauf. 8x10, 8x8. Verringerter Rüstungsdurchschlag. Der hat weniger genau beim Schießen aus der Hüfte. Naja, ich werde die zerstören. Die sind sowieso beide kaputt. Wenn wir die weiterverwenden. Haben wir auf jeden Fall ordentlich Munition gefunden. Huh? Let us get this safari moving. There is a maybe something here. For da. Love and glory. Ach, das war so eine Tonne. Okay. I hope it's a new spaz. 50 Slack. I guess we're going. Okay. Ja, das war's. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Oh, da haben wir noch was. Erstaunlich gut funktioniert, aber war eben viel Glück dabei, würde ich sagen. Vor allen Dingen mit dem Krokodil natürlich an der Stelle. Okay, das hätten wir von unten schon gesehen. Okay, dann haben wir hier einen Stufenaufstieg. Na, die ist halt sowieso... Nehmen wir halt Sprinter. So. Dann wird das Team mal weiterlaufen. Das ist kein Hafen, dieser Außenposten. C'est parti. Gehen wir da weiter. Okay. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes haben. Begrabe die Toten ist abgeschlossen. Okay. Mal gucken, ob das in der Quest jetzt irgendwas sagt. Die toten Wilderer, ne, das ist es nicht. Verfluchter Wald. Peter und die Hyänen. Oh, da haben sie Peter falsch geschrieben. Die wird da mit 2 T geschrieben. Wurde gerettet. Die Hyänen mussten sterben. Naja, aber mit Toten begraben ist da nichts. Es sei denn, es war jetzt irgendein Teil, was in hier drin. Keine Ahnung. Seuchenausbruch.
Keine Ahnung. Okay. Sehr gut. Wir haben das jetzt getan. Wozu auch immer. Wir könnten die jetzt eben auch noch platt machen. Dann müssten wir da aber jetzt auch erstmal wieder testen, ob wir denn da hinkommen, ohne müde zu werden, ohne exhausted zu werden. Na, da machen wir... Es ist jetzt egal, wir wollen jetzt nur testen. Das geht prinzipiell. Das sind auch alles nur so Gammeltruppen. Also da könnten wir auch recht easy hin, aber wir wollen dann alles machen. Also die ganzen Zonen da oben und nicht nur die... Wahrscheinlich ist das ganz rechts oben die Endschlacht oder so. Also mal davon abgesehen, dass wir die da schon platt gemacht haben. Also wir gehen auf jeden Fall darüber, machen die platt und dann ziehen wir uns wieder zurück. Ja, also weiter geht's. Status Report, Sector Operations done. Milizen erneut ausbilden. Nein. Okay. Das heißt, die hätten wir jetzt abgeschlossen, die Quests? Das müsste ja auch im Dschungel sein, oder? Keine Ahnung. Miliz erforderlich. Okay, wir geben das dann jetzt hier einfach ab. Dann kriegen halt die beiden... die Erfahrung ist dann schlussendlich auch kein Drama. Miliz erforderlich. Vielleicht müssen wir noch eine trainieren. Doch, Miliz ausgebildet. Ja, 10-4. Will comply. Aha. Aktivieren. Fehlgeschlagen. Aus dem Pylonen ist ein leistungsstarker Projektor, aber weit und breit ist kein Stromschalter zu sehen. Mhm. Yep, will do. Hey, can you take my patrol next week? Again? What is it this time? Another dead relative? Of course it is. We are in the middle of a war zone. Okay, okay. But before my next patrol, one of my relatives gets to die. Ja, ja, ja. Ach so, eine Sache, die ich... Hatte ich die... Doch, die hatte ich übergeben. Der Len hat den Schrott jetzt da. Orders. Der könnte da jetzt noch was herstellen lassen. Yes, sir. Aber... Abgeben können wir jetzt dann nichts. If I hear one more civilian thank me for my service, I am going to run away to join the circus. They are being respectful. You don't like that? I feel like they are patting my head and saying good dog. Oh, would you prefer belly rubs? Also hier müssen wir auf jeden Fall noch mit Mechaniker hin. Der Technik 54, das wird wahrscheinlich nicht reichen, um den Schalter zu finden. Doch, erfolgreich. Auf dem Pylon ist ein leistungsstarker Projektor, der ein Kabel mit dem Stromnetz verbindet. Es ist kein Schalter zu finden, aber die Kabel lassen sich kinderleicht verbinden. Oha. What the fuck, man? Your goddamn scarecrow is glowing again. I told you to dismantle that fucking thing. Oh no, it's too late. It is detecting the beast. What are we going to do? Oh. What do you mean too late? Is it already around here? This is not good, man. It's not good. Fuck it. I'm not afraid of no man. But the beast is out there waiting for us. And it ain't no man. Enemy spotted. Prepare for battle, team. Ja, ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal. Kann man sehen, ne, wie viele Feinde das sind. Ich glaube, das sollten wir dann noch nicht triggern.
good visual on target. Grenadier-Veteran. Der hat das sogar überlebt. Time to lock and load. The foreigners are here. Two arms. Ja, der wird jetzt sofort zusammengeschossen. Der ist ja alleine hier. Nee, der wird nicht zusammengeschossen, der wird zusammengeschnibbelt. Oder auseinander geschnibbelt. Jedenfalls wird das nichts werden. Die Rekruten, alte Oma ist auch dabei. Aber die Rekruten werden hier nicht helfen. Help! I'm flanked! Naja, der ist auch noch stark. Show them our strength! Okay. Ja, der wird jetzt zusammen. Rekrut wird abgeschlachtet. Tot. Mhm. Na, der hat halt diesen automatischen Rückschuss-Dings an. Aber. Ja, das funktioniert nicht. Also es war jetzt. Das war jetzt natürlich so nicht geplant. Rekrut, dreht durch. We need to get closer to them. Ja, ich lad mal. Also, die Technik reicht, ja, aber. Ja. Okay, so, also die waren hier. Die waren noch Milizen am Ausbilden, okay. The task has been completed. Awaiting new orders. Nein, wollen wir nicht. Wir gehen jetzt da rein. Das Biest heißt die Quest. Yellow. Moving. Mm. Order received. Das machen wir jetzt nicht. Yeah, 10-4. Und wir haben aber das andere erledigt. Und wir können jetzt, ja, mit denen uns auch eigentlich nichts machen. Der Raider kann da hinterherlaufen. Der braucht 7 Stunden. Der ist halt extrem schnell. Dann ist der wieder mit der Truppe zusammen. Der Len kann hier natürlich dann alleine aber auch nichts anstellen. Die könnten fast sogar nochmal Milizen trainieren, das macht natürlich aber auch keinen Sinn. Was machen wir mit denen? Also den Raider, den schicken wir auf jeden Fall jetzt darüber. We'll comply. Wir könnten den natürlich auch mit Len trainieren. Aber das ist eigentlich auch alles komplett verschwendet sozusagen. Der kann dahin oder der kann auch erstmal schlafen. Aber die sind ja auch alle müde und müssen wieder zurücklaufen. Ja, lass mal den schlafen. Lass mal gucken. Und damit geht's erstmal weiter. Der müsste jetzt ankommen. We're here. I mean, at this particular sector and all. Das war die Farm. Dann kann der jetzt hier buddeln. Falls es hier was zum Buddeln gibt. Sure. Wir können auch mal mit dem Typen reden. Mabax. Tante. Shoo, shoo. Get off my property, all of you! All of you, yeah. My treacherous son sent you to dig for my late husband's money, hasn't he? It's not here, not here. Choo choo! Get off my property, all of you! I guess. Yeah!
Okay, will do. Na, hier ist aber auch kein Baum. Das sollte ja bei einem Baum ein Maisfeld sein. Hier vielleicht, aber da sind wir jetzt gerade auch schon vorbeigelaufen, glaube ich. Ja, das kann eigentlich halt in so einem Spiel nicht sein, dass man jetzt da die Sachen abklappert. Also hier ist nichts, wie es aussieht. Dann hat der MD jetzt auch gerade nichts mehr zu tun. Der kann da jetzt rüber. Naja, im Endeffekt schon. Der wird ja jetzt nicht mehr gebraucht. Ich lasse den mal hier am Hafen, dann kann er spontan wo auch immer hin. Okay. Kontrolle über verfluchter Wald erlangt. Charlie Trupp. Verfluchter Wald. Okay, hier hatten wir, glaube ich, noch was gefunden, oder? Nee. Plantage. Yes, Partner. Let's go, compadres. Reuter. Wir müssen halt auch schauen, ob wir diese Leiche finden. Smiley. I've been wondering something. Why were you a Diamond Red, man? It is a very sad story, my friend. I was way late. Oh, wow, man. That sounds bad. Were they bandits or something? I guess you could say that. It was the sort of bandit that only steals hearts. Oh, I know what you're talking about, man. I knew they sold kidneys, but they're stealing hearts now? What's this world coming to? Ja, sehr schön. Let us get this safari moving. Let's go, yeah? Look, something over here. Look, okay, ja, müssen wir mindestens eine Skulptur haben, ansonsten wird das da oben nicht stehen. Away. Da ist das Level zu Ende. Moving out. I guess we're going. You got it. Alter. Zerlegen wir mal das Auto. Let's all walk slow like they do in the movies. Dorfbewohner. Aber keinen Namen. Verschlossen. Nee. Wahnsinn. Okay, die können wir aber nicht brauchen. Nee. Presently in attendance. Allons-y. No problemo, man. Okay. Yes, boss. Dann, also das war jetzt maximal unspektakulär. Ja. We go there, partner. Einen verbuddelten Typen haben wir nicht gefunden und eine Skulptur haben wir auch nicht gefunden. Da muss aber ja noch irgendwo was sein. Easy. Fine. Okay. Gehen wir das nochmal ab. Oui. Sure, boss. Es sieht aber echt What do you nicht... make of these, boss? Ah, da ist es doch. Skulptur gebaut, könnte das ein paar Söldner der Legion anlocken. Aha, das heißt nochmal ein Kampf. Repariert. For love and glory. Die laufen weg. That fucking beast has crossed the line. Ah. This is too far for the beast to roam. Someone. Ja.
Wieso ist der... Okay. Ne, ihr da. Aber den da. Bin mir nicht ganz sicher, wieso der so krass früh entdeckt wird. So. Das aus. Right? Maybe it's gone already, eh? You think it's still around here? Locking in. Great shootout begins, partner. Zivilist hat nochmal Glück gehabt. The foreigners are here. To arms. Oh, it hurts. Naja, aber viel Schaden ist das jetzt nicht, ne? This will be so easy. Naja, hilft ja nichts. Müssen wir machen. Außer Reichweite. Presently in attendance. Don't be ridiculous. Überwachung fehlgeschlagen, aber ich treffe den auch nicht. This kind of shot ain't my bag, man. Ich treffe dir aber auch kein Stück. Das gibt's doch nicht. Let me try. If I pull this shot off, it will look so impressive. Hm, das war ja mal überhaupt nichts. Wait. Larry, clean and sober. Hello there. Hm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Yes, boss. Shoot! Drive those foreigners back where they came from. Na, immerhin haben... hat der sich ja noch davor gestellt? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Da trifft ja kein Schwein. You must recognize my face from movies. Larry, clean and sober. Ja, dann machen wir den... Kann er sich erst noch hinlegen vielleicht? Ja. Wir probieren das erstmal. Überwachung auch wieder fehlgeschlagen. Dann wird das hier wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ah doch. Aber treffen tut niemand. Another kill for the roach burner. Hello there. Larry, clean and sober. Na, der schießt wahrscheinlich das Bein an. Überwachung fehlgeschlagen. Mhm. A simple shot. Da trifft aber auch nichts. Ja, Feuer. Okay. Alejandro, naja, wenn die weiter den Text angreifen, dann ist das schon okay. Der hat noch Grit. Sehr seltsamer Kampf, muss ich sagen. Ja, automatischer Rückschuss. Das kann schon funktionieren. Da kommt das Biest. Bisschen spät dran. Okay. Gelöst. Of course. Wait. Alright, alright. Beim ersten Mal ist aber niemand angekommen. Da haben wir nur Loyalität bekommen, glaube ich. On our way. Oder ich war so schnell raus, dass ich das nicht mitbekommen habe. Easy. Kann natürlich auch sein. Posse moving. Naja, okay. Das wäre jedenfalls hier erledigt. Und dann ziehen die auch weiter zum nächsten. Oder... Naja, Rast macht hier noch keinen Sinn.
Ja, wir ziehen hier weiter. D'accord. Und der muss natürlich dann nochmal weiterlaufen. Okay. Dann werden als nächstes die auf jeden Fall ankommen. Dann werden wir C20 beim nächsten Mal machen. Es nähert sich schon so ein bisschen dem Ende. Also wir könnten natürlich jetzt dann in 2 Folgen hier wahrscheinlich durch sein. Aber wir machen dann hier den ganzen Kram auch noch. Also wir werden das hier machen, mit denen uns wieder zurückbewegen. Dann werden wir uns hier diese Quests noch angucken, die platt machen. In der Zwischenzeit machen wir das. Wir gucken uns die Farmen noch an. Da müssen wir ja hier noch buddeln, aber eventuell... Ah, ich weiß nicht. Da ist keine Farm. Da war auch nichts mehr. Also eigentlich muss das da unten sein. Oder wir müssen da nochmal zurück. Ich weiß es nicht. Da haben wir das mit dem Fluss abwärts noch. Achso, das ist mit dem... Die haben wir ja schon verbuddelt. Ja, weiß nicht, ob wir da noch was machen können. Also wir haben noch eine Menge Quests offen, aber das ist halt so... Die sind halt alle sehr unkonkret. Ja, und das mit Landsbach, das müssen wir natürlich noch erledigen. Da sind wir noch auf dem Weg. Das werden wir sicherlich dann auch beim nächsten Mal weiter angehen. Müssen wir mal schauen. Das soll es jedenfalls für dieses Mal gewesen sein. Neue Folgen immer täglich. Gerne auch den Kanal abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.